Was kommt jetzt? Pass auf, jetzt kommt raus, dass er alles war und dann bringt er uns um und das war's. Ende Spiel. Oh, nein, Liebesszene. Ich wollte Ihnen nur erklären, wer ich in Wirklichkeit bin. Was sollen diese Bären hier? Wir sind nicht Steve Dorian? Secret Polizist hier, undercover, ne? Weil er hinter dem Dagger auf Amon Ra her ist, oder wie? Nun ja, ich bin Steve Dorian, aber ich habe Ihnen nicht einen richtigen Eindruck über mich gegeben, als ich Sie zuvor angetroffen hatte. Aber wie soll ich es sagen? Ich bin es nicht gewohnt, dass ich am Dock attraktive junge Damen treffe. Ich habe dort unten keinen Mann gesucht. Ich bin eine professionelle Journalistin, die an einer Story arbeitet. Oh, nun ja, natürlich sind Sie das. Ich wollte Ihnen nichts unterstellen. Ehrlich gesagt, ich war von Ihrer Professionalität sehr beeindruckt. Wie auch von Ihrem Lachen. Ich wollte nur nicht, dass Sie von mir denken, dass ich nur ein gewöhnlicher Schiffsbelader bin. Nein, er ist eigentlich ein Captain von einem Schiff, von der Aradoria oder wie auch immer. Nun, ich gebe zu, dass ich mich frage, was ein Schiffsbelader an einer stinkvornehmen Geldsammlung für ein Museum will. Mit meinem Lohn als Schiffsbelader kann ich meine Rechnungen bezahlen, aber ich will eine Karriere als Künstler machen. Wie auch immer. In Wirklichkeit bin ich hier, weil ich mich dafür hassen würde, wenn ich sie in meinem restlichen Leben nie mehr sehen würde. Vielleicht bin ich verrückt. Vielleicht denken sie, dass wir zwei zu verschieden sind. Aber ich musste es versuchen. Nun, ich fühle mich sehr geschmeichelt. Sind Sie immer so nervös? Ich bin nicht sehr gut mit Frauen. Ich habe seit ich 10 Jahre alt war, als mein Vater starb, immer gearbeitet. Ich hatte nie eine Chance, um auszugehen. In letzter Zeit benutze ich meine Freizeit, um zur Schule zu gehen. Ich merke langsam, dass wir doch ähnlicher sind, als ich zuerst dachte. Meine Mutter starb, als ich noch sehr klein war, also wurde ich von meinem Vater erzogen. Was für ein Künstler sind Sie? Ich bin ein Maler und ich mache auch Skulpturen. Wie interessant, aber ich denke, dass ein Künstler noch etwas besser darüber informiert sein sollte, dass man mit einem Smoking keine Arbeitsschuhe trägt. Oh, ich hoffte, dass dies niemand bemerken würde. Ich habe ganze 2 Wochenlöhne gebraucht, um diesen Smoking zu mieten, aber ich hatte nicht mehr genügend Geld, um mir auch die schönen Schuhe dazu zu leisten. Es war nur, ich musste sie wiedersehen. Sie haben all ihr Geld ausgegeben, um mich zu sehen? Meine Güte, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was mir da einfällt ist, wie ist er denn eigentlich reingekommen, also an dem heimlich vorbei? Wir mussten ja unseren Presseausweis zeigen. Er hat keinen Presseausweis. Wie ist er reingekommen? Sagen Sie, dass Sie eines Abends mit mir essen gehen. Ich mag ein wenig seltsam erscheinen, aber ich verspreche, dass ich harmlos bin. Ich würde mich geehrt fühlen, einen Abend mit Ihnen zu verbringen und Ihnen dabei die Sehenswürdigkeiten zeigen zu dürfen. Naja, also ich weiß ja nicht, aber wenn man schon so sagt, ich verspreche, dass ich harmlos bin, das wirkt ein bisschen bekloppt, ne? Nun, normalerweise mache ich das nicht, aber Sie haben eine Menge Mühen auf sich genommen, um mich zu finden. Ich glaube, dass ich Ihnen trauen kann. Wirklich? Sie werden kommen? Oh, ich danke Ihnen. Sie werden es nicht bereuen. Ich werde Ihnen einen denkwürdigen Abend bieten. Ich werde für Sie malen. Ich werde für Sie tanzen. Ich werde für Sie singen. Alles, was Sie wollen. Nun, es gibt keinen Grund, schon im 7. Himmel zu schweben. Lassen Sie uns erst einmal sehen, wie das Essen wird. Natürlich. Sie haben absolut recht. Ich hoffe, ich bin nicht zu übereifrig, oder? Vielleicht nur ein bisschen. Aber das ist schon in Ordnung. Okay, ich werde tief einatmen und mich beruhigen. Es wird schon gut gehen. Ich mache alles, was Sie wollen.
Ich denke, dass dies der Anfang von etwas Wichtigem wird, Steve. Ich mag sie bereits jetzt. Oh. Lass uns zur Party zurückgehen, Steve. Ich habe Arbeit, die auf mich wartet. Boah, jetzt müssen wir auch noch drauf aufpassen, dass die Delacroix den Steve nicht ausspannt jetzt, oder wie? Wo wandert der jetzt hin? Der hat aber auch einen Gang drauf, meine Güte. Achso, na gut. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal, ob wir noch jemanden aushorchen können. Okay, hier ist keiner. Ne? Zurück. Mal schauen, ob hier rechts jemand ist. Nee. Ja gut, dann würde ich sagen, könnten wir uns eigentlich mal weiter im Museum umschauen. Also ich weiß nicht, also Steve ist eigentlich ein bisschen dumm, oder? Also der nimmt 2 Wochenlöhne und er kennt die ja noch nicht mal richtig ist da alles sehr riskant, oder nicht? Naja. Also hier war ja der Giftshop, ne? Also der Geschenkeladen. Da waren wir ja schon drin. Links ging es nicht weiter. Das heißt, wir haben jetzt nur noch hier oben waren Durchgang. Hier. Oh, was haben wir denn hier? Das ist ein Mastodon, eines der frühen Säugetiere. Technisch gesehen ist das Mastodon überhaupt kein Dinosaurier. Aber da sie in prähistorischen Zeiten gelebt haben, wurden sie in der Ausstellung einbezogen. Dieses ganz bestimmte Beispiel aus der Gattung Proboscidea ist ein Mammut americanus oder ein nordamerikanisches Mastodon. Die Hauptsache, die diese zottige Bestie vom Elefanten und dem Wollmammut unterscheidet, sind seine Backenzähne. Die Museumsleitung hat dies einen Strudiomius genannt, was so viel wie Straußnachahmer bedeutet. Das ist ein Archaeopteryx. Verbesserung, das war einmal ein Archaeopteryx. Ach, ein sehr schönes Exemplar, einen Eohippus. Etwas schöner dargestellt, als er in Wirklichkeit war. Das ist ein Eripus-Städel. Was für riesige Kinnladen und was für ein winziges Gehirn. Und wo kommen wir denn jetzt hier hin? Ja? Mehr Dinosaurier. Oh, ich mag Dinosaurier. Der männliche und der weibliche Triceratops sehen wie sehr stolze Eltern aus. Ein ziemlich genaues Modell eines Strutiomius oder Straußnachahmers. Wo wir eben noch das Skelett von gesehen haben. Ja, ja. An dünnen Drähten aufgehängt, bietet dieser Pterodaktyl, der mitten im Flug eingefroren scheint, ein entsetzliches Bild. Das ist ein Gemälde eines Spinosauriers. Das Gemälde ist genau und fachmännisch, ohne große Aufmerksamkeit für Nuancen oder Emotionen. Ah.
Na gut. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt landen. Machen wir eine schöne Museumstour. Na komm, Laura. Oh. Oh, sieht aber schön aus. Das sieht wie eine leere Rüstung aus. Im Moment wenigstens. Oh. Sollen wir das jetzt sagen, da steckt jetzt bald einer drin, oder wie? Ein Haustier, das mit einer Rüstung aus dem 16. Jahrhundert geschmackvoll auf den Kampf vorbereitet wurde. Ein seltener englischer Wandteppich aus dem 17. Jahrhundert, der die Geschichte von teutonischen Kriegsküchenschaben erzählt, die aus Deutschland nach England eindrangen und das Schloss von Rochford-on-Essex belagerten. Trotzdem es die Küchenschaben nach einer 90-tägigen Belagerungszeit schafften, das Schloss zu stürmen, konnten die Ritter die Eindringlinge zerstampfen, bevor sie den Innenhof des Schlosses erreichten. Seit dieser großen Schlacht ist das Schloss von Rochford-on-Essex küchenschabenfrei. Unglücklicherweise ist es auch menschenfrei. Denn ein Jahr nach der großen Schlacht starben alle Bewohner in einer Plage. Kurz danach verfiel das Schloss und versank im Sumpf. Was für ein Unglück. Ein schönes Stück einer maximilianischen Rüstung, die 1505 in Deutschland hergestellt wurde. Der Stahl weist die charakteristische silberne Farbe auf. Maximilianische Rüstungen wurden zuerst in Mailand, dem Modezentrum für Kleider und Rüstungen, verwendet. Ah. Der Helm dieser italienischen Rüstung von ca. 1460 ist interessant, weil es sich um einen Barbute handelt. Einen Helm, der nur den oberen Teil des Gesichts schützte. Der Barbute wird manchmal auch Barbute Salet genannt, weil er wie der Salet des 15. Jahrhunderts nicht den ganzen Kopf umschließt, sondern nur den oberen Teil schützt. Im Gegensatz zum Barbute wird der Salet aber oft durch eine verstärkte Stirnplatte und einen verlängerten, drehbaren Nackenschutz ergänzt. Es ist trotz allem schwierig zwischen dem Barbute, dem Salet und der Kesselhaube zu unterscheiden. Der flache Barbute ähnelt dem Salet, während der tiefe Barbute der Kesselhaube ähnelt. Dann wiederum, wen kümmert das schon? Ja, Mann, eine leere Kiste aus dem 15. Jahrhundert. Trotzdem die Schnitzereien auf der Außenseite grob sind, wurde sie von jemandem geschnitzt, der kaum Talent für diese Arbeit hatte. Steht die Kiste jetzt in einem Museum, einfach weil sie alt ist. Das lässt dich kurz nachdenken, nicht? Das Gemälde Der schwarze Prinz als wildes Baby von Ed Botticelli ca. 1560. Der billige Holzrahmen stammt vom Leyendecker Museum ca. 1925. Die Rüstung von Anne de Montmorency, der Schutzpatronin von Frankreich, die am 10. August 1577 in der Schlacht von Saint-Quentin getragen wurde. Dünn und vergleichsweise leicht, 25 Kilo, wurde sie von einem 64 Jahre alten Mann getragen, was für diese Zeit ein recht hohes Alter war. Ja, das war für die Zeit ein wirklich sehr hohes Alter. Das ist ein Dreiviertel-Kampfanzug. Sein illustrer Träger fand 1567 während der Belagerung von Saint-Denis den Tod. Dort kam die Rüstung dann in den Besitz des ersten Grafen von Pembroke, er die englische Ritter in die Schlacht führte. Okay, ja gut. Eine maximilianische Rüstung aus Deutschland ca. 1514. Sie wurde für einen ungefähr 193 cm großen Mann hergestellt, der einen Brustumfang von 137 cm hatte. Die Ritter hatten die verschiedensten Größen. Einige Rüstungen wurden für bis zu 213 cm große Männer hergestellt. Wow, das ist beeindruckend.
Erhaltene Rüstungen aus dem 14. Jahrhundert sind selten. Diese Rüstung stammt von Chalcis, circa 1400, und besitzt ein dekoratives Gewebe, das an die Platten genietet ist. Aha. Sie besitzt eine fein gearbeitete kugelförmige Brigantine mit einem Rock aus lang geformten Platten.